Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Im letzten Video haben wir gesehen, dass unser guter Robespierre anscheinend der Mörder ist, also unser neuer Zahnarzt. Ich habe immer viel von ihm gehalten, aber anscheinend ist er doch nicht so der Wohltäter für unsere Stadt, wie er am Anfang zumindest schien. Mal gucken, wie das Ganze weitergeht und auch erstaunlich, dass Jack ihn nicht gleich mitgenommen hat, aber da wird die Geschichte wohl doch noch etwas spannender werden. Ich bin ja davon ausgegangen, dass der Zahnarzt doch noch ein anderer ist, aber es hat mich natürlich überrascht. Gucken wir erstmal, was die Pressekonferenz heute bringt. Guten Morgen. Mr. Boyd, ein Wahnsinniger hat die Stadt 2 Wochen lang terrorisiert und Sie haben nichts dagegen getan. Was wäre aus Freeburg geworden, wenn die Bundesagenten nicht auf den Plan getreten wären, um den Zahnarzt zu verhaften? Ja, wir wissen ja, dass der gefangene Zahnarzt ja nur so eine Puppe ist, also der richtige Zahnarzt ist ja immer noch draußen. Die Situation war unter Kontrolle. Wir haben hinter den Kulissen gearbeitet. Die Bundesbeamten sind nur hier, um den Ruhm abzugreifen. Die Stadt verfiel nach ihrer Pressekonferenz zum Zahnarzt in Panik. Warum haben Sie nicht etwas sorgfältiger darüber nachgedacht, was Sie sagen würden? Panik war vermeidbar, Fakt genannt. Sind ja Jack 2.0. Die Bürger von Freeburg haben es verdient, dass man ihnen die Wahrheit über die Gefahren sagt, die sie und ihre Nächsten bei jedem Schritt verfolgen. Viel Spaß, Rigby. Nach einem solchen Versagen würde jeder Beamte mit einem Funken Anstand zurücktreten. Was haben Sie vor? Ich gehe nirgendwo hin, weiter Verbrechen bekämpfen. Freeburg braucht mich natürlich. Ich habe eine Pflicht gegenüber den Bürgern der Stadt und ich werde ihr Vertrauen nicht verraten. Was sagen Sie zu Gerüchten, dass es eine Beziehung zwischen Bürgermeister Rogers und allen Opfern des Zahnarztes in Freeburg gibt? Kompletter Unsinn. Kommentieren wir das mal nicht, auch wenn wir ja wissen, dass es stimmt. Dazu habe ich nichts zu sagen. Danke. Bitte. Tag 82. Freeburger Boxer in Dopingskandal verwickelt. Jack Boyd gibt keinen Kommentar zur Verbindung des Bürgermeisters zu Zahnarztopfern ab. Und Jack Boyd über Zahnarztermittlungen. Alles war unter Kontrolle. Naja, mehr oder weniger. Stadtverwaltung sehr gut, Mafia sehr gut, Polizeirevier, ja gut, da bräuchte man nochmal unseren Spitzel. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal einen zum Spitzel mache. Der erste hat ja nur, war es eine ganze Woche? 9 Tage? 9 Tage hat er, glaube ich, überlebt als Spitzel. Naja, mal gucken, vielleicht werde ich mir nochmal irgendeinen aussuchen, der vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Daniel, ich war die ganze Nacht auf und mein spannenden Krimi namens die letzte Versuchung. Er will den weiterlesen wahrscheinlich, ja. Kannst du vergessen, Daniel. Es heißt, dass es heute regnen soll und ich habe ein sehr schwaches Immunsystem. Jaxi, nein. Ja, Glenn ist ja immer noch tot. Ich hoffe, dass dieser komische Journalist ihn mal bald abholt oder ihn für seine Story braucht. Mal gucken. Es kommt anscheinend... Nee, keine Zwischensequenz, okay. Dann schieben wir uns nochmal ein schönes Musikstückchen rein. Oh, Chopin. Und beginnen unseren Tag. Mal gucken, ob die vermeintlichen Zahnärzte, die jetzt hier in der ganzen Stadt aufgetaucht sind, immer noch weiter auftauchen. Aber theoretisch müsste es ja vorbei sein. Der Zahnarzt ist hinter Gittern. Gute Arbeit. 87.500 Dollar. Okay. Wieso kriegen wir jetzt Geld? Wir hatten ja noch nicht mal irgendeine Ermittlungsmission oder sowas dazu. Ich meine, ich nehme natürlich das Geld. Sie haben das wöchentliche Gehalt Ihres toten Angestellten erhalten. Gesamt 250. Ja, okay, nehmen wir alles. Unser normales Gehalt, die 660 Dollar. Frank Drabin, oh, der Arme. Bei den Ermittlungen gestorben. Und unsere Anfragen. Wir können einen weiteren Detective einstellen. Sehr schön. Geht's gleich wieder? Ja. In die Übersicht. Wir gucken mal. 4 und hier unten haben wir 5. Also geht er in die Anton-Schicht. Ah, okay. Die Besten sind es natürlich nicht. Anna Sandstorm, Phil Clemens, George Carson. Ah, sieht ein bisschen aus wie Zlatan Ibrahimovic. Nehmen wir ihn mal. Er geht ja auch in die Anton-Schicht, also wird er auch überleben. Die andere Anfrage. Wir können auch einen weiteren Polizisten einstellen. Sehr schön. Da muss ich mal kurz zählen. In die Todesschicht geht der. Oh Mann.
Ja, dann nehmen wir am besten auch einen besseren. Obwohl es eigentlich Wurst ist, weil wir werden wahrscheinlich eh alle nicht so lange überleben. Johnny Iwamoto, Harold Kalun. Sebastian Sevchenko ist schon ein bisschen älter. Wir nehmen mal hier Johnny. Bertha Schicht. Und kriegen noch ein bisschen von der Mafia für die automatischen Waffen. Das teilen wir natürlich für das Geld mit unseren Angestellten. Und beginnen gleich mal den ersten Einsatz. Ein Einbruch in der Vorstadt. Hallo, ist da die Polizei? Hier ist Dolores Parks. Jemand ist in meinem Haus. Ich kann unten Schritte hören. Mein Mann ist auf einer Dienstreise und wird es in einer Stunde heimkommen. Kommen Sie bitte sofort. Ich weiß, dass es so ein Terrorist sein muss, der mich ausrauben und vergewaltigen will. Ich habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen, aber eine Tür wird dieses Monster nicht aufhalten. Der Terrorist, der die arme Frau belästigt. Ja, das wird wahrscheinlich wieder irgend so ein falscher Alarm sein. Wir schicken jetzt mal nicht die allerbesten hin. Oder Jaxi noch mitschicken. Und warten mal, was daraus wird. Aber da wird wahrscheinlich nichts draus werden. Unerlaubte Versammlung. Es wird wahrscheinlich wieder ein paar mehr Polizisten brauchen. Es hat sich eine Menge vor der Stadtverwaltung versammelt, die die Legalisierung von Euthanasie fordert. Was ist das da? Euthanasie? Kenne ich nicht. Die Demonstranten riefen: Mein Leben, mein Tod, meine Wahl. Angestellte der Stadtverwaltung haben berichtet, dass die Demonstranten selbstgemalte Schilder mitgebracht haben und der Protest friedlich ablief. Na, der Mannschaftswagen fährt auf jeden Fall mal hin. 4 würde ich mal hinschicken: Song, Kochi, Fraser und Daniel. 3 noch in der Hinterhand für weitere Einsätze. Und da ja hier alles friedlich abläuft, denke ich mal, dass das auch ausreichen wird, wenn da 4 sind. Plus den Mannschaftswagen. Falscher Alarm? War es wahrscheinlich der eigene Ehemann? Genau. Naja. Einmal umsonst, keine Erfahrung, aber egal. Eine verdächtige Person in der Bücherei. Der Bibliothekar Rolando Boone berichtet, dass ein junger Mann in die Bibliothek gekommen sei und nach Büchern über Chemie und explosive Substanzen gefragt habe, sowie nach Veröffentlichungen zu extremistischen Weltanschauungen. Viele der Bücher, die er wollte, sind verboten. Der Typ sah gruselig aus, bei seinem Blick ist es mir kalt über den Rücken gelaufen. Ach ja. Mal gucken, ob es jetzt noch mal Terroristen gibt. Und bis jetzt sind wir von Terrorismus noch verschont geblieben in Freeburg. Aber mal gucken, vielleicht geht's ja jetzt noch los. Die unerlaubte Versammlung. Täter sind gefasst. Ja, okay, der Mannschaftswagen ist voll. Wird wahrscheinlich hin und her fahren. Aber soll mir Wurst sein. Hauptsache, der Einsatz ist erfolgreich beendet. So, der noch nicht. Sobald der Verdächtige die Polizisten sah, zog er ein Messer aus seiner Tasche, packte den Bibliothekar und rief: Du hast die Bullen gerufen. Ja, hat er recht. Ihn mit dem Schlagstock angreifen, auf den Verdächtigen schießen, hören Sie mit der Schreierei auf. Wir sind in der Bibliothek. Ja, machen wir erstmal das. Na, hat anscheinend schon mal ausgereicht. Hat das doch nicht so ernst gemeint mit seinem Anschlag. Und hier haben wir noch eine Geldmission. Ja, genug Kollegen haben wir noch. Polizeichef Boyd, ich vertrete einen privaten Militärdienstleister, der gerne einen großen Auftrag ihrer Stadt an Land ziehen würde. Wir bereiten eine Präsentation vor und wir würden gerne die Unzähligkeiten der Polizeiausbildung demonstrieren. Alles im Interesse der öffentlichen Sicherheit. Bitte verstehen Sie, dass das rein geschäftlich ist und wir alle davon profitieren können. Geben Sie uns ein paar Stunden mit Ihren schwächsten und faulsten Leuten und meine Leute werden neben denen wie Gladiatoren aussehen. Ich verspreche Ihnen, die Firma wird in Ihrer Schuld stehen. Ja, also wir haben keine schlechten Polizisten mehr. Selbst die sind schon gut. Aber mal gucken. Vielleicht bleibt der ein oder andere ja gleich da. Wäre auch nicht das erste Mal, dass jemand den Job wechselt, wenn wir ihn auf so eine Mission schicken. Eine verdächtige Person im Desire Park, Gemeindemitglied Mana Bush, hat auf ihrem Weg zur Kirche eine Gruppe seltsam gekleideter Teenager angetroffen. Sie seien in seltsamen Kostümen herumgerannt, hätten mit Stöcken gekämpft und wie Roboter geredet. Vielleicht sind diese verrückten Jugendlichen aus einer Nervenklinik ausgebrochen. Sie fangen die besser ein und schicken sie zurück. Kochi. Also, Fälle sind ja genau richtig für dich. Wir schicken trotzdem erstmal nur 3 hin. Wenn es dann doch ernster sein sollte, können wir aber noch welche nachordern. Sterben wird ja. Ach, ist die B-Schicht. Ah, könnte auch sein, dass jetzt Leute sterben. Boss, die Leute sind wie Maschinen. Die haben uns
mit uns den Boden aufgewischt. Aber wir haben eine Menge gelernt. 20 Minuten mit den Jungs sind besser als ein ganzes Jahr an der Polizeischule. Mr. Cottrell sagt, er wäre sehr mit unserer Vorstellung zufrieden und hat uns kostenloses Training in seinem Ausbildungszentrum angeboten. Was denken Sie? Dass ihr nicht mehr zur Arbeit kommt, oder? Ja, geht hin. $5.000. Ach, das ist wie Polizeischule, okay. Dann kriegen die hoffentlich nach dem Tag auch ihre Sternchen oder ihre Abzeichen. Gucken wir uns erstmal das an. Ja, Science Fiction Club, okay. Wieder Fehlalarm. Ein Mord und ein Drogenschmuggel. Erstmal hier durchlesen. Gladys Shell wurde über einen Kommentar ihres Kollegen Matthew Tolan so wütend, dass sie sich einen Tacker geschnappt hat und anfing, ihn damit auf den Kopf zu schlagen. Dann hat Miss Shell laut geschrien und auch die Sekretärin angegriffen. Sie hat einen Nervenzusammenbruch. Bitte beeilt euch, sagt der Arbeitgeber der Verdächtigen, der auch angerufen hat. Wieso ist das ein Mord? Wer ist denn tot? Kopf geschlagen. Ja, okay. Kopf geschlagen mit dem Tacker. Ganz kurz vergleichen, was wir hier brauchen. Gerade ging ein anonymer Hinweis ein. Eine große Ladung kolumbianischen Kaffees wird gerade gelöscht. Und in den Säcken mit Kaffeebohnen werden Heroin geschmuggelt. Nur ein paar Wachen sind beim Abladen zugegen. Sollten sich also ohne Kampf ergeben, wenn die Polizei geschlossen anrückt. Aha. Ja, ist mir das wahrscheinlich wichtiger. Schicken wir mal zu beiden vier hin, aber hier kommt das SWAT-Team hin. Und da haben wir noch gleich einen weiteren Einsatz. Raub am Brunnen. Die ältere Dame Cornella Davis hat am Rande der Hysterie angerufen. Kommen Sie schnell her, ich bin ausgeraubt worden. Dieser kleine Bastard hat einen Schatz geklaut. Was? Ja. Kochi, aha. Nee, den Einsatz machen wir nicht. In der Hoffnung, dass es ein falscher Alarm ist. Er klingt auch schon so komisch. Zurückkommen wird rechtzeitig dazu auch keiner. Na gut, dann muss er halt runterlaufen, der Raub. Dann ist der Schatz halt weg. Okay, am Hafen wird Unterstützung benötigt. Oh, ich werde das echt bereuen. Ah, es haben alle überlebt. Ein Glück. Hat also ausgereicht. Aber mit Fischbach, dem super Überpolizisten, auch kein Wunder. Und das Kokain, das lassen wir natürlich wieder verkaufen. Die Frau hat sich einen zweiten Tacker gegriffen. In ihren Händen sehen die Tacker wie tödliche Waffen aus. Das ist ja richtig blutverschmiert, ey, ne? Die Frau, der Frau einen ordentlichen Schlag ans Kinn verpassen, ihr in die blutunterlaufenden Augen schauen und versuchen sie zu beruhigen, die Hände der Frau packen. Packen wir sie mal. Zu viert werden wir mit einer verrückten Frau zurechtkommen. So, das war zum Glück wirklich ein falscher Alarm. Also hab ich es noch nicht mal bereut, keinen hinzuschicken, sondern war sogar noch gut so. Dann werden hoffentlich jetzt alle noch rechtzeitig zurückkommen, dass ich auch wieder die anderen beiden Einsätze bewältigen kann. Aber die einen schaffen es auf jeden Fall. Die anderen, ja, Punktlandung wahrscheinlich. Ja, ganz genau. Eine Lärmbeschwerde, ein respektabel klingender Mann mit verschlafener Stimme hat angerufen und sich darüber beklagt, dass Feuerwerk direkt vor seinem Haus gezündet wurde. Die sehen aus wie Penner, aber sie haben riesige Tüten voller Böller. Mhm. Song Mitchell und Adams. Und gerade so. Zerstörung von Privateigentum. Das werden doch nicht wieder die Aliens sein. Patricia Buckler gibt durch, dass ungefähr 10 Leute mit seltsamer Ausrüstung auf ihrem Bauernhof aufgetaucht seien. Sie sollen damit eine Weile herumgelaufen sein, um dann ein großes Loch auszuheben. Ihr Mann war nicht davon angetan, einfach Fremde auf seinem Land herumwerken zu lassen, aber sein Versuch, mehr herauszufinden, endete in einem Kampf. Der Bauer wurde schwer verprügelt. Dann schicken wir da mal alles hin. Komisch, dass ich hier den Mannschaftswagen nicht mitschicken kann. Aber egal. Immerhin keine Aliens. So wie vor ein paar Wochen, als die Aliens angeblich gelandet sind auf dem Bauernhof. Und kriegen wir da neue Schnappschüsse? Nein. Ich muss mal gucken. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich hier war. Genau, hier brauchen wir auf jeden Fall neue. Daran kann ich mich jetzt erinnern. Und hier gibt es auch keine neuen Hinweise. Da bräuchten wir noch eins, wenn ich mich recht entsinne, wie der Typ mit der Augenklappe in den Wagen einsteigt. Das ist das letzte Bild, was uns noch fehlt.
Brechstange und das waren grüne Kisten, das waren ja alles hier schwarze Kisten. Und die sind eh alle doppelt, also fehlt uns dann wirklich nur das Bild. Ich müsste einfach mal mehr und bessere Ermittler mit dazu machen. Vielleicht habe ich dann mal noch eine Möglichkeit, ein paar mehr Schnappschüsse zu bekommen, weil wir haben jetzt echt viele Tage keine mehr bekommen. So, was haben wir hier? Drei betrunkene Männer wanken über die Straße, zünden Feuerwerk an und werfen es umher. Als sie die Polizisten sehen, zieht einer von ihnen einen Böller hervor, der verdächtig nach Dynamit aussieht und zündet die Zündschnur an. Cooler Böller, so einen habe ich noch nie gesehen. Sich auf den Mann werfen, versuchen ihm den Sprengsatz zu entreißen. Mit dem Taser auf dem... Boah, wir tasern ihn mal. Der Mann wirft den Sprengsatz einem seiner Freunde zu. Die Zündschnur ist zur Hälfte abgebrannt. Auf dem Boden den Kopf schützen, wegrennen. Wird da nur irgend so ein 0815 Böller sein, wenn er das Ding noch in der Hand hat. Wir schießen trotzdem auf ihn. Ja. Also laut dem Bild hat er auch noch zwei Hände, also alles gut gegangen. Und auf der Farm haben wir die Verrückten auch mitgenommen mit ihren Messinstrumenten. Das sollte es dann gewesen sein. Ich werde nochmal, bevor der Tag zu Ende ist, nochmal ein paar Ermittler diesen Fällen zuweisen. Und zwar hier schicken wir mal Mole hin. Hier 2-2. Carson geht hier noch mit hin. Und zu dem anderen Fall schicken wir dann die anderen beiden. Und den neuen, den wir dann morgen noch dazu bekommen. Oder 5-5? Ach ne, ist schon mit eingerechnet. Okay. Dann Tag beendet. Und erstaunlicherweise ist mal keiner gestorben aus der Schicht. Kommt ja nicht so oft vor bei uns. Tag 83. Der Behindertenverbund verlangt höhere Zuschüsse. Modern Art Galerie eröffnet Kurs für moderne Malerei und Braut erleidet Glücksherzinfarkt auf dem Standesamt. Hier gibt es wieder keine Veränderung. Gleich und gleich gestellt sich gern. Gleich und gleich gesellt sich gern. Gleich und gleich gestellt. Bailey, meine Band spielt auf einem Konzert für kranke Kinder. Kann ich den Tag frei haben? Du bist doch noch gar nicht so lange dabei. Da. Ja, kannst du machen. So, die Anzeige reicht schon gar nicht. Dann beginnen wir mal den Tag. Oh, haben wir noch was im Katalog? Es gab ja, glaube ich, letztens wieder neue Stücke. Ja. Nehmen wir uns mal das hier an. Keith Butler. Keith Butler. Oh, allzu viel Platz haben wir auch nicht mehr in unserer Sammlung. Mal gucken, wie viel da noch kommt. Und los geht's. Gleich mal mit einer Geiselnahme. Früh ist um 7:30. An alter Bushaltestelle, irgendwo im Nirvana, zwei Müllmänner leerten einige Mülleimer in der Nähe einer Bushaltestelle. Ein Betrunkener kam vorbei und dachte sich, er könnte die Männer veralbern. Er versuchte sie dazu zu bringen, mit ihm zu kämpfen, bis die Müllmänner wütend wurden, ihn in eine Tonne stopften und auf den Wagen warfen. Dann haben sie ihre Tour fortgesetzt. Na gut, ja, da sollten auch drei reichen. Strong und Meile. Meil. Ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn am besten ausspreche. Nennt bei ihm Meiler. Steht er da. Ist halt auf Deutsch das Spiel. Hier ist die Schicht ganz ausgeglichen. Ich hätte Strong eigentlich gerne noch zur Polizeischule geschickt. Was ich auch mal mache. Da ist sie. Und wir nehmen das Ganze an. Was hier noch los ist im Park. Ein Angriff. Zwei alte Männer saßen auf einer Parkbank und spielten Schach. Plötzlich fegte der eine die Spielfiguren beiseite, nahm das Brett und schlug seinem Gegner damit auf den Kopf. Der Zeuge, der das gemeldet hat, war ziemlich schockiert. Beeilen Sie sich, sein ganzer Kopf ist mit Blut bedeckt. Da kann ich wieder nur sagen, diese Stadt ist wirklich durchgeknallt. Also was hier für Einsätze reinkommen. Hier ist gleich der nächste, also der erste war ja auch schon so ein lächerlicher Fall. Die Polizei hat den Müllwagen eingeholt und dazu gebracht, an zwei lachende Männer in Overalls sitzen in der Fahrerkabine. Jungs, da wird's vorbei, lass die Geisel gehen. Leute, was ist hier los? Im Müll wühlen. Ja. Ein betrunkener Mann klettert aus dem Mülleimer, schüttelt den Dreck ab und greift die Polizisten an. Ihr seid die Warnmonster, Aasfresser, Bastarde. Ihr seid die Allerschlimmsten, schlagt euch die Bäuche auf unsere Kosten voll. Ihr sollt alle verrecken.
Wird mir wieder zurückgeworfen. Wenn er sich so verhält. Vielleicht lernt er ja draus. Aber wir nehmen ihn dann doch mit auf die Wache. Dann kann er sich bei uns im Kittchen mal wieder ein bisschen beruhigen. So, oh, ein Mafia-Auftrag.